scheinbar normales Training im Stadion am Freibad, aber nur auf den ersten Blick. Denn Aufregung macht sich hier breit. Das Finale des Niederrhein-Pokals gegen den MSV Duisburg steht an. Für Trainer Jörg Vollack aber kein Grund, das Training umzuwerfen. Nein, das Training hat sich nicht geändert. Die Mannschaft ist natürlich voller Vorfreude auf das für uns Riesen-Event. Aber wir haben ja auch noch Meisterschaftsspiele gehabt, jetzt am Sonntag auch aktuell. Jetzt ab heute, glaube ich, ist so das Fieber richtig hochgekommen. Aber vorher haben wir uns einfach auf unsere Aufgabe in der Meisterschaft konzentriert. Das hat auch gut geklappt mit dem 4-0-Sieg gegen den VfL Rehde. Heute merkt man natürlich schon, dass eigentlich nichts anderes mehr Gesprächsthema ist. Und alle versuchen, unfallfrei aus diesem Training rauszukommen, unverletzt. Dann freuen wir uns einfach alle auf den Donnerstag. Aufwärmen, Athletik, Passübungen. Beim Training sind alle voll bei der Sache. Die Spieler wollen fit sein für das große Spiel am Donnerstagabend. 22.000 Zuschauer haben sich angekündigt, um die Spieler in der MSV-Arena zu unterstützen. Eine große Kulisse, die schon im Vorfeld Eindruck bei den Spielern macht. Ja, aufgeregt auf jeden Fall. Vor so einer großen Zuschauerzahl hat noch keiner von uns gespielt. Ansonsten denke ich mal, wird es für uns alle ein Ereignis werden, sodass wir gar nicht nervös sein müssten oder so. Aber wie gesagt, die Zuschauerzahl sagt es ja schon, dass wir ein bisschen nervöser sind als sonst. Zwei Ligen höher spielt der MSV. Das macht die Hiesfelder zu Außenseitern im Duell. Angst vor dem Gegner hat das Hiesfelder Team nicht. Eher im Gegenteil. Ich glaube, dass wir eine kleine Chance haben, die relativ gering sein wird. Duisburg wird schon entscheiden, wie das Spiel ausgehen wird, aber diese kleine Chance, die wir halt haben, die wollen wir dann probieren zu nutzen an dem Tag. Also da muss für uns auch alles passen. Also wenn wir ein Top-Spiel abliefern und Duisburg vielleicht die ein oder andere Schwäche zeigt, dann könnten wir, wie gesagt, eine kleine Chance haben. Trainer Jörg Vollack nimmt das Finale gelassen, aber er weiß auch, ein gewöhnliches Spiel ist die Begegnung am Donnerstag nicht. Das erfordert eine besondere Kabinenansprache. Ja, die wird vielleicht sogar ein bisschen anders sein als sonst, weil es einfach jetzt gar nicht darum geht, auf sportliche Sachen in dem Sinne, wie es jetzt bei einem Ligakonkurrenten ist, dass man wirklich ganz gezielt sagt, so und so, Stärken, Schwächen. Der MSV Duisburg ist die zwei Klassen höhere Mannschaft, ist einfach klar favorisiert. Die sind besser besetzt als wir auf jeder Position. Ich werde der Mannschaft einfach sagen, dass sie, wie gesagt, mit Freude, mit Leidenschaft, mit Herz verteidigt, kämpft, solange die Füße sie tragen, aber auf gar keinen Fall verkrampft sein soll und auch überhaupt nicht ängstlich auftreten soll. Das bringt nichts und wir wollen Freude haben, wollen das Spiel genießen. 22 Spieler auf dem Rasen, 22.000 Besucher auf den Rängen. Die meisten davon eingefleischte MSV-Fans. Aber der ein oder andere wird vielleicht auch Anfeuerungsrufe für die Veilchen anstimmen. Das Finale des Jahres steht an. Das Team und die Fans sind vorbereitet.